Skinners. Da steht er, der Dicke. War ein Haufen Arbeit bis hierher. Wird auch noch ein Haufen Arbeit sein, bis er fertig ist. Aber ich habe mega Bock und ich bin übelst gespannt, wie die Karre aussieht, wenn sie komplett fertig ist. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Offensichtlichsten an. Und zwar mit der Raptor-Beschichtung. Ja. Thank you.
Sag mir das. Ganz kurzes Statement zum Thema Dämmen. Wie ich das mache, ich stemme die Außenwände so gut ich rankomme und wo es für mich Sinn macht. Die wasserführenden Ebenen lasse ich frei, weil Kondenswasser gibt es immer und das braucht die Möglichkeit abzufließen. Boden und Decke dämme ich komplett. Und dann ist es halt wichtig, dass ihr einfach später dran denkt, regelmäßig zu heizen, regelmäßig zu lüften und dann werdet ihr keine Probleme mit Schimmel etc. haben. Ja, weiter geht's. Ich stelle die mal kurz hier ab. Ja. Langsam. Bisschen. Das passt. Na?
Alex kriegt Kilometergeld. Ja. So, die Hauptinstallation von der Elektrik ist durch. Es ging echt viel einfacher, als ich gedacht habe. Was auch daran liegt, dass ihr bei Tiger Expert einfach wirklich super Beratung habt. Und zum anderen bekommt ihr so vereinfachte Schaltpläne. Das bedeutet, ihr müsst nur ein Grundverständnis von Elektrik mitbringen, euch alles wirklich ganz genau durchlesen, Schritt für Schritt arbeiten. Und wenn ihr dann noch wisst, wie eine Crimpzange funktioniert, dann ist das alles echt kein Hexenwerk. Als nächstes bauen wir den Warmduscher-Kit ein. Da ist Tiger Expert übrigens auch der Erfinder davon. Dann auch noch natürlich die Druckwasserpumpe mit Akkumulator, Filter und der ganze restliche Ausbau natürlich. Und wenn ihr wissen wollt, wie die Karre aussieht, wenn sie fertig ist, dann dürft ihr den nächsten Teil auf gar keinen Fall verpassen.